Oliver Pocher, erneuter Schlag nach dem Eheaus. Oliver Pocher muss in letzter Zeit einiges einstecken, der Schlaganfall seines Vaters, die Trennung seiner Frau Amira. Jetzt folgt der nächste Schlag für den Comedian. Erst gestern gaben Oliver und Amira Pocher ihre Trennung bekannt. Nach monatelanger Ehekrise gaben die Pochers den Kampf um ihre Ehe nun auf und beschlossen, nicht länger ein Paar zu sein. Das gaben sie in der neuesten Folge ihrer gemeinsamen Podcasts Die Pochers bekannt. Kurz vorher musste Oli den Schlaganfall seines Vaters verarbeiten. Doch als wären diese Schicksalsschläge nicht genug für den Comedian, folgt nun der nächste Schlag. Boris Becker zieht erneut gegen Oliver Pocher vor Gericht. Oliver Pochers Rechtsstreit mit Boris Becker geht in die nächste Runde. Wegen eines Fernsehbeitrags in der RTL-Sendung Pocher, Gefährlich Ehrlich vom Oktober 2020, in dem ein Spendenaufruf mit dem Slogan Make Boris Rich Again zu sehen war. Boris soll das Geld auch bekommen haben? Die 500 Euro waren in einen Modepreis eingearbeitet, der dem Tennisstar während der Sendung verliehen wurde. Als Boris Becker davon erfuhr, verklagte Oliver Pocher, seine Klage wurde jedoch abgewiesen. Das wollte der 55-Jährige nicht akzeptieren und ging in Berufung. Das Oberlandesgericht Karlsruhe setzte daraufhin die neue Verhandlung auf den 13. November an. Ein persönliches Erscheinen von Pocher und Becker sei allerdings nicht notwendig, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Gerichts.